So, damit letzter Part für heute Nacht, aber ich bin gerädert. Sind schon wieder 5 Stunden live und jetzt auch wieder auf YouTube. Ich glaube, mit dem 8. Part, den ich heute Nacht aufnehme, aber Krankenhaus läuft ja langsam aber sicher voran. Aufgeblasenes Ego entdeckt. Psychiatrie. Jetzt war er ganz kurz im Spritzenhaus und ist dann wieder rausgegangen. Nun, was sind das für Räume? Theoretisch ist keine Weiterbildung benötigt. Tut mir leid, dass Sie in unserem Krankenhaus gestorben sind. Es war nicht unsere Absicht, Sie tot zu sehen. Ach, Schmutzfink ist auch so ein Mist immer. You have doubtlessly had many anxious moments wondering whether you have placed your apostrophes correctly. Here is a simple grammar guide to help you through such torment. Try communicating through drawings. They may be more adequate. Wo willst du hin? Termin der Kardiologie. Warum schafft es eigentlich nie, euch vor die Kardiologie zu stellen? Geborener Mentor. Hat niedrige Gehaltsvorstellungen. Du bist eingestellt. Das nackte Entsetzen. Nein. Nicht mit einem einzigen Psychologen im ganzen Krankenhaus. Dann warte das Gerät doch. Hausmeister, ihr seid ja alle total nicht in der Lage, Geräte zu warten. Obwohl, doch, macht ihr ja trotzdem. Auch wenn ihr da keinen Skill drin habt. Ich wollte nur gucken, wie breit das ist. Epidemiewarnung, geh weg. Stopp. Ach, wäre schön, wenn man flippen könnte. Register your body for compost donation today. Help the grass be greener from the other side. The ubiquitous Jasmine Odyssey, a popular warbler among our uneducated youth, was seen visiting a hospital earlier today. Perhaps she underwent a vocal cord transplant and will now sing with something resembling skill. We can only hope.
Janitor called to mend easy scan. Guten Morgen, Robin. Ja, und lass das botten. Du bist für Instandsetzung. Ach, das ist ein Schmutzfink. Okay, jetzt habe ich Verlust gemacht, aber Schmutzfinken sind echt scheiße. Weil Schmutzfinken einfach überall Müll verstreuen im Krankenhaus. Hat mal ein Buch gelesen. Frakturstation schick mal nach Hause. Notfall, Kubismus, 7 Stück. Da muss ich gleich mal gucken. Kaiserkomplex, also die Leute, die nackt rumrennen. Das kann auch weg. Weiterbildung, öffentliche Blablabla. Befördern. So, warte. Wie sieht's vorne aus? So, wir haben niemanden in der Warteschlange dafür. Also ab die Post. Dann setze ich hier unten noch die zwei Sachen rein, weil das sind ja abschließende Stationen. Da muss nicht zwischen Ärzte und Diagnose gewechselt werden. Doctor required in psychiatry. Ey, du dreckiger Typ da, wasch dir mal die Hände. Wenn du schon da rumstehst. Nurse needed in general diagnosis. Einer weg. Zwei weg. Ist ja immer noch am Upgrade dran. Irgendwie scheinen diese Kubikpatienten einfach keinen Bock zu haben, sich mal irgendwo hinzusetzen. Time for a call-in. And today's subject is, oh goody, some upcoming prehistoric sporting event, which will no doubt elicit any number of tribal grunts from our listeners. Ach, jetzt sind die hier hingegangen, um Spaß zu haben. The supporters of 2.FC have yet to decipher how to operate the telephone. So let's just sit in silence for a while, shall we? Das ändere ich mal. Ihr sollt da keinen Spaß haben. Noch einer, der auf eine Frakturstation will. Na gut. Ihr wollt es ja so haben. Dann bekommt ihr eure dämliche Frakturstation.
bitte hier auch wieder für Desinfizieren sorgen, damit wir mehr zerstörerische Keime bekommen. Und zwei fette Klimaanlagen in die Mitte. Ah doch, zwei sind besser. Und was ist eigentlich hier für ein Stümper drin? Ach, ein Psychologe. Kein Wunder, dass die alle sterben. Tja, 0 von 7 Leute davon geheilt. Perfekt. Schön. Nehmen wir den, der kann mich upgraden. Wir machen immer noch Plus. Wir haben anscheinend wirklich keinen Bock, Bänke zu benutzen. Du kommst mal als nächstes rein. Come to Bungle Meditech, where advanced techniques and experimental treatments could make you live forever. Juhu, wir haben aus Versehen einen gerettet. Bungle Meditech. Other hospitals offer leeches. Ours will leave you speechless. 24 hours a day. This is Two Point Radio. Ach, ich habe schon wieder Snipes überholt. Also wirklich Snipes. Warum bist du so schlecht in Two Point Hospital? Du bist vielleicht weiter als ich, aber nicht unbedingt besser. Unglaublich langweilig, das ist noch okay. Ach, warum ist das so ätzend? Viele Patienten stehen vor Ärztezimmerschlange. Wahrscheinlich, weil so viele gerade sich freinehmen von ihren Pflichten.
von Allgemeinmedizin. So, ihr dürft da rein, weil ihr seid gute Ärzte. Die anderen dürfen nicht, weil ihr seid Scheißärzte. Du gehst erstmal nach Hause. Nehmen wir an, Puddingblut. Muss dringend auf Klo oder kündigt. I say, I felt the effects of that earthquake all the way over here. Scheint einfach nur ein jährliches Gehaltsscheiße zu sein. Du willst das nicht. For my many accomplishments, but he nearly fell on my head. I shall have to do some tidying up. So why don't you listen to some music while I do just that? Janitor to repair Jackmaster. Natürlich bauen wir eben eine Chirurgie für dich auf. Nicht. Werde ich die gemeingefährlichste Geschichte jetzt aufbauen würde. Bringt zwar viel Geld, aber oh, jetzt will da einer auch noch DNA haben. Okay, wir verdienen eigentlich ganz gut. Ich könnte wieder ein bisschen expandieren. Jetzt kommen sie echt mit jeder Krankheit. So, weg mit dem Klo. Wir bauen ein neues. Ein schöneres, ein engeres. Wo der Handföhn einfach wundervoll ist. Ziemlich Allgemeinmediziner. Moment. Was hast du bei dir stehen gehabt? Achtet auf Hygiene. Langweilt die Leute, das ist aber in Ordnung. Backwaren rufen bei ihm Schamgefühle hervor. Streitet mit anderen streitsüchtigen Genossen. Freundet sich mit Vierbeinern an. Genau, ziehen wir die ganzen Upgrades durch. Und super, dass wir eine Frakturstation jetzt haben. Ah, okay.
Ab und zu kommt da sogar mal jemand hin. Da brauche ich dafür wirklich zwei Krankenpfleger. Genauso wie für die Station. Einer reicht doch im Moment. This week I will be talking about one of my very favorite wines, the Crushed Cricket Cabernet Sauvignon. Delicate flavors of caraway, silver polish and just a hint of cricket. So, lass das. I for one drink a bottle every morning, and so should you. Bei Diagnostik ist eine Sache, ne? Diagnostik darf jeder Penner machen. Sobald es aber darum geht, Leute zu heilen, sollte man da schon ein bisschen aufpassen. Stopp, in die Ecke rein. Bin ich erreichbar? Sehr schön machst du das mit der Hygiene. Du bist mir zu gut. Ich will noch keine teuren Ärzte. Wir müssen erst weitere Behandlungszimmer bauen. Ach, Psychiatrie läuft voll. Moment. Dann lass uns doch mal den 250.000 Kredit holen. Dann bauen wir den Bereich aus. Der ist zwar auch nicht dolle. Aber wir können da zum Beispiel unsere Psychiatrie aufziehen. Naja. Komm noch ein Arzt. Hey, this is Harrison Wolf on 2 Point Radio. I almost didn't show up for work today. Then I remembered how much you'd all miss me. So here I am. Eigentlich solltest du nicht darin arbeiten. Ach so, ich hätte es vielleicht auch mal anderen erlauben sollen. Da sind alle Upgrades gleich durch. Das auch durch, das auch. Hier können wir ja eh nichts verändern. Wurde ins Abrundungszimmer gerufen. Wundervoll. Du willst eigentlich eine Schocktherapie, die haben wir noch nicht im Krankenhaus. Wundervoll. Ich glaube, ich war in dem Psychiaterzimmer schon. Das kann nicht sein, sie sind das erste Mal hier. Hm,
dann sehen die wohl alle gleich aus. Alles gelogen. Nein, ist so nicht. Was für ein Kackloch. Was, wenn ich alles benötigen? Drecksaal. Warum brauchst du euch immer Kaffeemaschinen? Weil ich selbst weiß, dass ohne Kaffee nichts los ist in der Klinik. Und dann schlafen die Leute auf der Straße ein. Erstmal wieder erlauben, dass irgendjemand da arbeiten darf. Moment, die Ecke da hinten wird nämlich nutzlos bleiben. Dann kann die auch zum Raum einfach gehören. Nun geht's los mit den beschissenen Häusern. So, zwei Leute für Schocktherapie. DNA werde ich nicht bauen, das ist noch so. Also die DNA kostet halt viel Geld. Und ist kein abschließender Einrichtung. Obwohl ich hätte da hinten ein Klo bauen können. An die kleine Ecke. Boah, es ist einfach unerträglich heiß in diesem dämlichen Krankenhaus. Ja, das DNA-Labor ist Diagnose und Behandlung, genau deshalb. Ich brauche jetzt erstmal abschließende Behandlungsräume. Moment, der hat gesagt, da ist warm. Janitor, to repair drug mixer. Jetzt nicht mehr. Ist es Diagnose oder wird es behandelt? Unglaublich, in der Diagnose hängt der noch ab und ist eigentlich tot. I'll be keeping you company all through the night. Playing the only records this station can afford. Might need to open a can of palpitation to keep me awake. If you hear any snoring, just ignore it. Ist ein Nebenjob als Patientin. Brauch schnell eine Pause. Schmutzfink, ne.
Der hat nur positive Eigenschaften. Ich muss ja nur noch meine Krankenhausattraktivität ein bisschen hochbringen, dann habe ich ja den ersten Stern schon. Ja, Kakteen sind nicht so schön. Müssen dafür aber nicht viel gegossen werden. Und die Leute haben hier mit den Klimaanlagen schon genug zu tun. Sollte ich erstmal meine Räume einfach schöner machen. Ich glaube, das Mittelding ist die Sonnenblume. Ja, ich muss die Räume auch vom Prestige einfach hochbringen. Ups, Beförderung ausgesetzt. Du kannst nach Hause, du brauchst eine Chirurgie, haben wir nicht für dich. In the event of an epidemic, please try not to panic. Ich will doch nur das Ding dahinter anpacken. Point Radio's roving reporter Sally Fig Blanket visited some local hospitals for her latest piece, and you'll be able to enjoy it just as soon as you spontane Mega von Titus. Betroffene neigen dazu, unglückliche Vorwarnung und Wutausbrüche zu bekommen, so dass Personen in ihrer Nähe in Tränen ausbrechen. Sag mal eben kurz die Leute. Ich dachte, ich hätte jemanden gehabt, der Beförderung bekommen würde. Oder ist es schon zu spät, dass ich den Stern sehen kann?
Der Allgemeinmediziner geht nach da oben, weil Psychiater kann auch Diagnose sein. Die sollen halt dann die abfangen, die aus den Psychiaterzimmern rauskommen. Und sagen, Heureka, ich bin ja gar nicht irre. Ich war einfach nur dumm. Ach, wenn es so einfach wäre. Egal mit der Epidemie. Maintenance announcement. Plants need water. Good thing this radio booth is airtight. I'm hearing there's a new epidemic going around. This hypochondriac ain't leaving the station till they find a cure, which means more music like this. Ich hasse dieses Krankenhaus, wirklich. Also noch nicht so ganz, aber von den Räumlichkeiten der Aufteilung ist das wirklich unter aller Kanone. Das Level. Nein. Oh, es soll eine Ghost mit zwei HDMI-Anschlüssen rauskommen. Höre ich gerade wegen Shadow. Wer es nicht weiß, also es ist Cloud Computing. Cloud Computer Gaming. Wo gehst du denn jetzt hin? Nee, du gehst nach Hause. Aber jetzt mache ich wirklich einen Break. Ich nehme auch schon wieder die Folge viel zu lang auf. Da können sich alle freuen, die auf YouTube nur geguckt haben. Nicht jetzt weiterbilden. Den befördern. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn du die Räume ein bisschen... Also sobald du den Gang nur noch eins breit hast, ist da eigentlich alles für den Arsch. Dann stauen sich Patienten in den Gängen. Komm nicht mehr vernünftig durch. Doctor needed in Resolution Lab. Das ist echt eklig. To repair his charger.
Ja, pupst du alle rum, ich hab's gehört. I'm not gonna say that all of the ills of Two Point County are down to Jumbo Corp. Then again, I'm not saying they're not. But hey, what do I know? I'm just the guy who puts on records, right? Like this frisky little number. So, jetzt habt ihr zwei fette Klos. Ich sag bis morgen. Auf YouTube. Und warum haben wir jetzt 7 Leute, die an der Station warten? Oh, verdammte Hacke, ey. Jetzt brauchen wir doch eine weitere Schwester. Im Moment scheint auch gar keine hier zu arbeiten.